Beginn tut ihr mit dem Ausbau der Zierleiste des Beifahrers. Hierfür verwendet ihr ein weiches Tuch und einen Schlitzschraubenzieher. Mit diesem hebelt ihr von der Außenseite der Zierleiste hin zur Innenseite vorsichtig die Zierleiste ab. Passt dabei auf, dass die Zierleiste nicht bricht, und unter leichtem Druck und Ziehen müsstet ihr dann die Zierleiste abbekommen. Nach dem gleichen Schema der Beifahrerzierleiste geht ihr auch bei der Zierleiste des Radios vor. Hierbei ist zu beachten, dass die Zierleiste des Radios nur auf der linken Seite befestigt wird. Die rechte Seite wird dabei von der Zierleiste des Beifahrers gehalten. Um das Radio nun vom Armaturenträger zu trennen, müsst ihr lediglich zwei Kreuzschlitzschrauben rechts und links vom Radio lösen und das Radio danach unter leichtem Kraftaufwand herausziehen. Nachdem ihr das Radio nun leicht aus dem Radioschacht herausgezogen habt, müssen lediglich noch die zwei Kabel getrennt werden. Zuerst einmal das Antennenkabel und danach der Hauptstecker. Bei diesem müsst ihr die Plastiklasche nach oben wegziehen. Dann sollte der Hauptstecker vergleichsweise leicht zu entfernen sein.